Sufficient Beats. Und hallo Leute, ich bin Akumichi21, ich mache Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos. Das lesen wir doch mal gerade glatt. Die neuesten Aktualisierungsdaten für diese Software wurden gefunden. Um sich anzumelden und diese Software zu verwenden, müssen Sie die Software auf die neueste Version aktualisieren. Das System schließt die Software und beginnt mit der Installation. Version 2,00. Okay, wir drücken erstmal auf Abpressen, denn ich will euch etwas zeigen. Es geht um das Hauptmenü von Heavy Rain. Quantic Dream. Heavy Rain. Wie ihr seht, das alte Hauptmenü von Heavy Rain von 2009 oder 10. Es kam zwischen 2009 oder 2010 und das, was die Let's Player damals angezockt hatten oder angefangen haben zu Let's Playen, Heavy Rain, war meistens immer dieses Hauptmenü. Und jetzt, meine Freunde oder liebe Leute, ach, ist das Lied doch nicht herrlich. Will ich euch mal zeigen, wenn man bei Heavy Rain die neue Version installiert bzw. aktualisiert und installiert, wie das neue Hauptmenü von Heavy Rain ist. Ich glaube, so neu ist es nicht, aber das kennt wahrscheinlich fast jeder sogar schon, aber ich wollte es mal zeigen. So sieht das alte Hauptmenü aus von Heavy Rain. Und jetzt schauen wir uns gleich das etwas Neuere an. Bis gleich. Hier sind wir wieder bei der Aktualisierung und starten sofort los. Also war es nicht bis gleich. Menü, sondern erstmal die So, hier sind wir bei der Aktualisierung. Huch, was ist denn da? Mal, Aktualisierungsdaten werden heruntergeladen. System nicht abschalten. 1 Gigabyte. Ich glaube, da haben die sogar was noch etwas letztes Jahr verbessert, wie es ja aussieht, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht da drauf noch 28 Minuten. Über 1 Gigabyte ist es groß. Da haben wir noch etwas reingebastelt, die Entwickler. Scheiße, wie lang dauert denn das? Wisst ihr was? Das muss machen mit LAN-Kabel. Mit WLAN-Kabel dauert es noch länger. Deswegen mache ich mich mit LAN-Kabel. Dann bis gleich. Ja, somit ist das LAN-Kabel angeschlossen und ich finde, ich sollte schon sehen, was ich dann nebenbei mache, beziehungsweise dass ich das auch wirklich hier so mache, extra mich mit ist es jetzt mit Netzwerkkabel, stand zwar drauf, aber
Ich weiß es echt nicht. Aber wenn ich auf einfach drücke, da steht Verbindungsmethode Netzwerkkabel. Dann sollte es so sein. Was geht wohl, wie es ja aussieht, ruckzuck, dann drücken wir mal wieder. Bis gleich. Und hallo, liebe Leute, hier seht ihr das neue Hauptmenü von Heavy Rain. Nicht das ganz neue, das kennt schon jeder hier. Wie man sieht, ich habe da nebenbei hier mal einen Test gemacht. Testen wir mal gerade an, oder? No. Denn ich werde Heavy Rain. Meine Freunde, ich werde Heavy Rain wieder, beziehungsweise neu Let's Play. Denn für Laden habe ich nur eins. Als ich die neue PlayStation 3 wieder hab, sind meine Daten verloren gegangen auf der Festplatte. Deswegen muss ich neu Let's Playen. Deswegen dachte ich, komm, mach ich es mit euch nochmal von vorne. Und die Zeit ist jetzt reif. Jetzt gerade nicht zum Let's Playen, sondern erstmal dieses kleine Video zu beenden, und ich fange dann gleich damit an. Yo, bis demnächst bei Heavy Rain. Und zusätzlich bei Tekken Tag Tournament 1 auf HD exklusiv für die PlayStation 3. Bis dann, Akumishi 21 sagt tschüss. Yeah!